Wir machen jetzt weiter mit einem Freifunkthema und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die natürlich hier stellen oder auch danach privat stellen. Aber wenn ihr jetzt gerade im Stream zuschaut, dann könnt ihr sie auf Twitter mit OIO Social hashtaggen oder im IRC in dem Raum OIO-Stage. Oh, nicht OIO Social. OIO Stage natürlich, sorry. Genau, stellt eure Fragen gern da. Wir haben einen Signal Angel, der eure Fragen dann vorlesen wird. Und wenn ihr ansonsten Sachen habt, die ihr privat stellen wollt, könnt ihr natürlich immer unsere Speaker direkt ansprechen. Und jetzt geht's weiter mit Blocktron, der viel an Freifunk arbeitet, an Gluon, an OpenWRT, also alles, was man so braucht für Freifunk. Und der jetzt darüber spricht, was Wi-Fi-Hotspots-Abos eigentlich so mit Freifunk zu tun haben. Nicht so richtig viel, wie wir wahrscheinlich gleich merken werden. Aber genau, das ist dein Vortrag. Dankeschön. Gut. Ach, super, ist auch schon an. Danke für die Einführung gerade. Mein Thema heute in Hotspot-Abos. Wie funktionieren die eigentlich? Und ich glaube, jeder, der mal Freifunk gemacht hat und die kennt, hat sich auch schon mal gestellt, so, wie viel haben die eigentlich mit Freifunk zu tun? Das ist so das Thema meines Talks. Wir fangen erstmal an, für alle, die vielleicht nicht aus dem Freifunk-Umfeld kommen, was sind überhaupt diese Wi-Fi-Hotspot-Abos? Dann schauen wir uns an, wenn ich die bestelle, was für Hardware kriege ich dann überhaupt geliefert? Ich glaube, es ist relativ offensichtlich. Wie funktioniert die Software? Was ist da überhaupt drauf? Dann schauen wir nochmal ein bisschen, wie funktioniert die Infrastruktur dahinter? Und wie machen diese Anbieter eigentlich das Billing? Genau, was sind diese Hotspot-Abos überhaupt? In Deutschland haben wir, wie denke ich viele wissen, das Problem der Störerhaftung und viele Leute, die öffentliches Wi-Fi anbieten und auch Internet-Exit machen, wie zum Beispiel Freifunk, umgehen das Ganze, indem sie VPNs benutzen. Jetzt fehlt zu dieser Wi-Fi-Komponente selbstverständlich noch der Wi-Fi-Router. Wenn ich nun zu so einem Anbieter gehe, dann bezahle ich dafür im Schnitt etwa 50 bis 100 Euro. Plus nochmal das Abo für das die VPN-Dienstleistung obendrauf ist in etwa immer 10 Euro pro Monat. Zielgruppe der ganzen Angebote sind kleine Hotels, Restaurants, Gastronomie, Cafés, you name it. Wenn ich nun so ein Ding bestelle, das Lieferumfang ist tatsächlich nicht besonders groß. Ich habe das Gerät auch selber nicht zum Vollpreis gekauft, um Gottes Willen. Ich habe es bei eBay gekauft und der Verkäufer hat mich dann nochmal angeschrieben, ja, was machst du, was willst du überhaupt mit dem Gerät machen? Und ich habe so geschrieben, keine Ahnung, ich weiß es selber noch nicht mal. Was man dann bekommt, ist im Endeffekt das Gerät selber, ein Netzteil, nicht auf dem Bild enthalten und so eine kleine Informationskarte. Ich hoffe, man sieht es gerade, wo zwei LEDs gelabelt sind und so eine User-PIN zu sehen ist. Auf die komme ich später nochmal zurück. Genau. Mist, ich wollte sie noch benutzen. Die Hardware an sich ist relativ unspektakulär. Man kriegt den 841er, so wie wir ihn lieben und wie er lebt. Eine Besonderheit tatsächlich bei dem Gerät, was ich da bekommen habe, ist, normalerweise sind die Geräte mit einem Riegelcode versehen. Also es ist ein 841.de, AN, US. Das Ding hat als Riegelcode TPL, also besitzt vermutlich keinen Riegelcode, aber ist auch ansonsten von der Hardware her nicht besonders modifiziert. Ansonsten, die Anbieter geben einem dabei noch einen 1043er mal zur Auswahl, es gibt auch C59 und ganz, ganz viel C7. Also alles, was man vielleicht in seiner Freifunklaufbahn schon mal gesehen hat. Genau. Schauen wir uns mal die Software an. Auf dem Gerät selber läuft ein OpenWRT 1505 Chaos Karma. Die Besonderheit tatsächlich ist, die serielle Konsole haben sie zugemacht. Was ich bemerkenswert finde, da haben sie mal Effort gebracht. Ansonsten haben wir Lucy fürs Webinterface. Batman ADV ist tatsächlich auch auf den Dingern drauf, genau wie FastD. Um mal dabei auch noch mal einen Schritt zurückzugehen, über das FastD wird kein Mesh-Protokoll transportiert. Sie machen einfach Plain IP,
in dem Tunnel. Also ich habe einen Tunnel, eine IP-Adresse auf meinem Gateway, habe eine IP-Adresse auf meinem Router, spreche kein Mesh-Protokoll drüber, mache quasi Point-to-Point. Auf dem Gerät selber, ich habe jetzt einfach mal das Webinterface. Hier sehen wir nun eine Statusseite. Alles, was man hier sieht, kann man auch ganz einfach aus dem Netz, ohne diese User-Pin zu kennen, aufrufen. Das sind einfach Informationen, habe ich eine VPN-Verbindung, antwortet mir mein DNS-Server, welche Clients sind verbunden. Dann hat natürlich der Nutzer auch selber die Möglichkeit, seine SSID, sein Passwort zu setzen. Hier brauchen wir jetzt diese PIN zur Änderung. Ich kann meine PIN selbstverständlich ändern, also ich glaube, ich habe sie nicht geändert, aber man könnte es tun. Es gibt noch ein paar Einstellungen fürs WAN, also IP-Adresse, Gateway. Was hierbei herauszustellen ist, ich hab denselben Fehler gemacht, das sind die Netzwalk-Einstellungen, nicht zu vergessen. Genau. Nun müssen die Anbieter so einen Router natürlich auch, wenn sie ihn produzieren oder dem Kunden übergeben, provisionieren. Das passiert offensichtlich bei den Geräten über ein Shell-Skript. Dem gibt man dann, die Informationen, die man ihm dann mitgibt, sind die Tunnel-IP, weil jedes Gerät hat in diesem VPN-Tunnel eine dedizierte IP-Adresse. Dann gibt es bei vielen Anbietern noch einen Jugendschutzfilter für 2,99 pro Monat, den man dazu buchen kann. Was denkt ihr, macht der? DNS-Server ändern. Genau. Ersetzt euch vom DHCP-Server den DNS-Server. Standardmäßig ist das ein Google-DNS. Wenn ihr dann für 2,99 pro Monat bezahlt, dann liefert er euch sogar ein Open-DNS aus mit einer Jugendschutzliste. Und ihr kriegt Port 53 blockiert, netterweise. Also jeder, der seine eigenen DNS-Server benutzt, tut mir leid. Genau. Bei der Provisionierung wird auf den Geräten dann auch noch diese User-PIN mitgegeben. Die ist tatsächlich wohl pro Gerät unique. Also wenn man auf eBay oder eBay Kleinanzeigen nach den Dingern sucht, in der Regel lichten die auch komplett mit der dazugehörigen PIN ab. Also die ist offensichtlich auch unique pro Router. Und wird für dieses Custom Lucy Web Interface benötigt. Genau. Dazu wird auch noch ein Root-Passwort gesetzt. Das wird dem Nutzer nicht mitgeteilt. Allerdings die Art und Weise, wie Sie das Root-Passwort setzen, Sie legen es ins OverlayFS ab. Also es ist nicht in der Firmware fest einkompiliert. Sie löschen es aber nicht danach aus dem Flash, nachdem Sie es gesetzt haben. Also neben der Shadow liegt dann nochmal plain das Root-Passwort im Flash. Und mit dem Root-Passwort bei OpenWrt ist das auch standardmäßig für Lucy und für SSH verwendbar. Und Lucy und SSH ist auf dem Gerät sowohl im Client-Netz, also das Netz, was ihr per WLAN anbietet, als auch auf dem WAN-Interface sowie WAN-seitig aus dem VPN-Tunnel erreichbar. Also vom Gateway kommt man dann auch auf den Router selber drauf. Die Geräte an sich sind ein bisschen speziell. Sie kennen nämlich zwei Betriebsmodi effektiv. Einmal einen sogenannten Router-Mode. Was der macht, ist, er stellt einen DHCP-Server auf der LAN-Seite, also fürs Wi-Fi und für die per LAN angeschlossenen Clients zur Verfügung. Und es gibt dann noch einen Repeater-Mode. Der einzige, wo der sich unterscheidet, ist, ihr seid nun ein DHCP-Client am LAN. Genau. Beim Repeater-Mode, das ist ein bisschen komisch. Also Batman ADV ist an sich auf dem Gerät vorhanden. Und es gibt auch Wireless Mesh ist auch konfiguriert, nur sie haben es deaktiviert per Standard. Und zumindest auf dem Gerät selber gibt es keinen Codepfad, welcher dieses Wireless Mesh Interface überhaupt aktiviert. Vermutlich haben Sie es mal geplant zu verwenden oder verwenden es für einige Repeater-Typen. Ich habe dazu aber keine weiteren Informationen. Genau, remote aktivierbar. Nun haben Sie ja wie gesagt so eine Repeater-Funktion. Wie könnte man denn, wenn man kein Batman verwendet, noch eine Repeater-Funktion realisieren? Nee, nicht ganz so toll. Sie verwenden WDS. Also
die Router selber konfigurieren sich plain ein WDS-Interface. Das hat dann im Fall von diesem Gerät die SSID privatbeschützerbox.de. Ein kleiner Nebeneffekt ist tatsächlich, während das Clientnetz eine frei wählbare SSID und ein frei wählbares Passwort hat, ist das PSK für dieses private Netz well known. Also es ist auf jedem Router dasselbe. Ist tatsächlich nicht ganz so kurz, aber selbst wenn ihr das Passwort von eurem Router ändert, ihr strahlt weiterhin noch eine zweite SSID aus und das Passwort davon weiß effektiv jeder, der mal so ein Gerät besessen hat. Und verändern kann es der Nutzer auch von sich aus nicht. Also selbst wenn ich jetzt sage, okay, gut, ich kaufe mir das Gerät, ich kaufe mir noch ein Gerät und möchte nun das als Repeater verwenden. Ich selber kann das Passwort jetzt nicht ändern, es sei denn, ich hole mir den kompletten Flash, ändere das Passwort im SquashFS und spiele mein Image zurück. Ich glaube, das ist nicht die Hauptzielgruppe von dem Gerät. Genau. Ich habe nochmal hier das Netzwerk mal kurz skizziert. Also im VPN-Tunnel verwendet dieses Gerät ein /16, 1020/16. Das Gateway, es gibt tatsächlich mehrere Gateways, hat immer die 1020.01. Der Router ist auch darauf fest programmiert. Und clientseitig strahlt dann jedes Gerät einen DHCP-Server im Subnetz 192.168.133 aus. Genau. Nun zur Infrastruktur, das ist jetzt das, was dieser Anbieter halt eben verwendet, um den Traffic auszuleiten. Die VPN-Endpunkte auf dem Gerät sind nicht einprogrammiert, wie man das jetzt zum Beispiel von Gluon mit seiner Site kennt, wo man VPN-Endpunkte hinterlegt und ein komplettes Firmware-Update einspielen muss, um neue hinzuzufügen, alte zu löschen. Der Router beim Start, wenn er im Router-Mode ist, verbindet sich zu einem List-Server per HTTP, fragt, hey, was hast du denn so für VPN-Endpunkte? Und dann antwortet der List-Server, hey, hier, guck mal, ich habe hier 5 VPN-Endpunkte, schau doch mal, welchen du davon benutzt. Der Router wählt dann zufällig einen davon aus und verbindet sich dahin. Ich habe es eben gerade schon gezeigt, dadurch, dass keine Endpunkte neu hinzukommen, tut das Gerät auch immer denselben FastD-Key auf dem Server erwarten. HTTPS oder HTTP? HTTP, nicht HTTPS. Also wir können danach auch gerne schauen, ob du da noch mal eine TLS-Library drauf kriegst. Kein Problem. Die Infrastruktur an sich ist relativ heterogen auf den paar Gateways, die ich gesehen habe. Offensichtlich auf den Gateways läuft auch immer ein Nginx, der identifiziert sich als Ubuntu Server. Offensichtlich verwenden sie auch nicht FastDV 18, sondern FastDV 17. Zumindest wenn ich mich versuche, mit einem FastDV 18 Client zu verbinden, dann muss er erstmal ordentlich Capabilities droppen, um überhaupt eine Verbindung herstellen zu können. An sich, die Gateways sind auch einfach bei LeaseWeb oder Hetzner, habe ich gesehen, gemietet. Und die gehen da einfach auch direkt raus. Also da steht nicht noch was dahinter, sondern die gehen dann quasi auf diesen Gateway-Servern auch raus. Genau. Jetzt ist so die Sache, man muss ja auch ein Abo für das Gerät abschließen. Wenn ich jetzt das Gerät für 100 Euro gekauft habe und ich bezahle nur einen Monat dafür mein VPN-Abo, dann muss ja auch irgendwie danach mein VPN-Abo gekündigt sein, sodass ich es nicht mehr mit meinem Gerät nutzen kann. Wie könnte man das nun realisieren? Also ich benutze FastD, wie könnte ich meinen Bill im Router sperren und wieder entsperren, wenn sie wieder zahlen? Ja? Ja, FastD-Secret ist natürlich das Offensichtliche. Jede Freifunk-Community, die schon mal lustige im Kreis rennende Offloader hatte oder ein Bridge über 30 Freifunknetze, die setzt natürlich erstmal schön den FastD-Key auf die Blacklist. Blöd ist nur, der ist identisch für jedes Gerät. Also jedes Gerät, wenn ihr es kauft, hat denselben FastD-Key drauf und darüber können sie euch nicht sperren. Wie machen sie es nun? Naja, ihr habt eine unique IP-Adresse auf dem Gerät. Und sie setzen dann quasi auf allen Gateways eure IP-Adresse auf eine Droplist und dann könnt ihr über die Gateways kein Traffic mehr forwarden. Wenn ihr euch nun natürlich aus dem Pool eine andere IP-Adresse nehmt, dann good for you. Es funktioniert auch wieder. Es funktioniert großartig.
also, die Gateways sind performant, keine Frage. Also du kriegst auch 100 Mbit drüber, kein Problem. Ist natürlich nicht wirklich so der Weg, den man unbedingt möchte, aber nun ja, man wird seine Gründe dafür gehabt haben. Genau. Kommen wir auch mal direkt zur Zusammenfassung. Also wie viel hat das nun mit Freifunk an sich zu tun? Wir haben einen ähnlichen Software-Stack, wir haben FastD, wir haben OpenWrt, wir haben Batman ADV und wenn wir nur noch Respond D haben, dann haben wir eigentlich einen Gluon. Wir haben, also offensichtlich sind auch die Wurzeln von dem Projekt aus dem Freifunk-Umfeld, wenn man nun auf dem Gerät halt eben mal schaut, wie dort Dinge gemacht werden und teilweise haben auch die Autoren dort E-Mail-Adressen hinterlegt und man googelt ein bisschen, dann sieht man auch, dass die offensichtlich aus dem Freifunk-Umfeld kommen, was beim gewählten Stack relativ offensichtlich ist. Aber natürlich offensichtlich hat es keinen Fokus auf Mesh. Niemand würde ein Freifunk-Mesh mit WDS bauen. Also, nein. Und was auch noch so eine Sache ist, das Gerät an sich hat keinen eingebauten Update-Mechanismus. Also es gibt keinen Auto-Updater, welcher automatisch neue Firmware drauf spielt. Und wenn man auch mal so die Strings aus dem Webinterface googelt, man findet dann regelmäßig auch Geräte über Google. Da läuft auch überall dieselbe Firmware drauf. Offensichtlich gibt es da auch keine Updates. Ich vermute, wenn es irgendwie was Sicherheitsrelevantes geben würde, dass man hergehen würde und vermutlich sich per SSH auf jeden einzelnen Knoten einloggen würde und die Firmware updaten würde. Genau, das war es dann auch schon von meiner Seite. Wenn ihr jetzt noch irgendwie Fragen habt, dann können wir die schauen, ob wir die beantwortet kriegen. Genau. So, ich habe hier das Mikrofon für Fragen, damit auch die Menschen im Stream und in der Videoaufzeichnung dann Freude daran haben. Ich habe eben nicht so richtig mitbekommen, wie bist du an das Root-Passwort gekommen? Du hast gesagt, die serielle Konsole ist deaktiviert, da konnte ich nicht ganz folgen. Ja, also ihr könnt natürlich mit dem SPI-Programmer dran gehen, könnt euch das Image ziehen. Ihr könnt aber auch einfach aus dem Bootloader ein RAM-Disk-Image laden, euch den Flash kopieren und dann halt lokal auf eurem Rechner reinschauen, was drin ist. Das Root-Passwort liegt in Plain dort, weil in dem Provisioning-Prozess, den sie haben, nehmen sie ein File, was sie offensichtlich auf den Router irgendwie drauf kopieren und pipen das Ganze gegen PassWD und löschen das File danach nicht. Deswegen liegt das Passwort da noch plain drauf rum. Dankeschön. Wie schaut das Ganze unter GPL-Aspekten aus? Könnte man da was tun? Also dadurch, dass sie offensichtlich Linux und OpenWrt und ich glaube auch FastD verwenden, müssten sie mit der GPL-Compliant sein. Ich selber habe dort aber nie angefragt, weil offensichtlich die Teile, also das, was sie dran gebaut haben, sind alles Shell-Skripte und ansonsten scheint mir das Ganze auch relativ plain einfach ein OpenWrt zu sein. Noch jemand Fragen hier im Saal? Wir hören gerade, der Stream ist gerade unten, deswegen gibt es wahrscheinlich nichts aus dem Internet. Du sagtest, die leiten direkt aus, wenn man es jetzt mal so sagen will. Hast du das für einzelne Ports geprüft oder nur für einen? Weil es gibt ja auch im Freifunkumfeld den Ansatz, dass man Risikoports anders ausleitet als Standardports. Das habe ich jetzt tatsächlich noch nicht probiert, aber wir können es ja nachher mal probieren. Mal schauen. Meldet euch gern noch. Ansonsten haben wir danach auch noch Zeit, einfach hier neben der Bühne zu quatschen. Wie schaut das aus? Hast du mal versucht oder hast du mal gehört von Leuten, die Dinge provoziert haben, um zu schauen, was dann passiert? Also sprich, da wo normalerweise dann die Anwaltspost von den bekannten Absendern kommt, wie denn das ist bei dem direkten Ausleiten, ob denn dann, ich sag mal, wie dieser Wirkungsmechanismus dann kommt. Ich habe also gehört, dass es da durchaus Fälle gibt, wo, wenn das zweite Mal die Post kommt, dann auch dieser Hotspot-Anbieter kündigt. Mir ist in der Hinsicht tatsächlich nichts bekannt. Also ich habe auch selber nur das Gerät gekauft. Ich kann ja dann nicht viel sagen, ob es da solche Fälle gibt und was, wie die dann in diesem Fall verfahren würden. Ich würde vermuten, nicht. Ja,
Okay, keine Antwort vom Fragesteller. Ich sehe jetzt keine Hände mehr, dann laufe ich hier mal durch das vor der Box rum. Und gehe auf die Bühne. Super, Dankeschön. Ich habe ein kleines Geschenk für dich. Als Dankeschön, möchtest du Schokolade oder Mate? Darfst dich gerne entscheiden. Ich nehme tatsächlich am liebsten die Schokolade. Stellen wir ganz werbemäßig hier die Mate drauf. Dankeschön, David, dass du hier den Vortrag gehalten hast. Und ich bin gespannt auf die weitere Diskussion gleich. Gut. Vielen Dank.